Hallo. Ja, Denise und Tommy wieder. Tag, Leute. Wir sind gerade mit unserem Auen Alaska hier auf dem Weg nach oder auf die Insel Usedom und dort genau nach Trastenheide zum Campingplatz. Wie heißt der Schatz? Ostseeblick, ich vergesse es immer. Ja, unser relativ neuer Ahorn hat jetzt 2000 Kilometer runter. Ist jetzt im Grunde die dritte Tour, bevor es dann irgendwann wieder mal zur Ostsee geht, beziehungsweise dann noch mal ans Mittelmeer. Wir werden heute mal Videos machen, um euch da vielleicht interessante Campingplätze und schöne Aussichten zu zeigen. Aber jetzt geht es erstmal zur Ostsee. Jetzt sind wir durch Wolgast gefahren und stehen jetzt hier an der Peenebrücke, ne? Ja. Und wir haben auch richtig Glück, ja, weil diesmal kein Stau. Also normalerweise, wenn wir herkommen, ist immer Stau. Aber diesmal ging es flüssig durch, das ist schön. Und das kurz vorm Wochenende. Ja. Dann wollen wir mal. Jetzt geht's weiter. Noch 10 Kilometer. Kann ich denn Bier haben? Noch 10 Kilometer. Kann ich denn Bier haben? Steht schon kalt. Schön. Schön. So, die Peenebrücke. Die Ostsee. Wo denn? Links habe ich sie schon gesehen. Da muss man nach links filmen. Sitzt er da? Sitzt doch keiner. Tatsache. Ja, hier rechts kommt sie ja auch. Ja. Schimpfst du mal nicht so viel mit mir? So, für den Beweis. Also ich finde ja immer persönlich, das Schöne an Trassenheide ist ja, dass es nicht ganz so, also so stark touristisch wie zum Beispiel Wannsee, Ahlbeck oder Heringsdorf ist. Und trotzdem hast du natürlich die Verbindung nach allen Richtungen, nah an Peenemünde, hast einen schönen Strand. Und ich persönlich finde es nicht ganz so überlaufen, aber es ist ja mal Geschmackssache. Ja, dann liegt er auch so schön im Wald, finde ich, ne? So ein bisschen abgelegen. Ja. Jetzt müsste er ja auch gleich auftauchen. In 200 Metern links abbiegen in die Zeltplatzstraße. Ja, zum Glück kam uns hier jetzt gerade niemand entgegen. Wir sind fast da. Stimmt, hier war. Links abbiegen in die Zeltplatzstraße. Die Frau aus dem Navi sagt jetzt links abbiegen. Das sieht gut aus. Das geht nicht, jetzt kann ich doch Oh, eigentlich links abbiegen. Partyzelt. Hier Nee, ist hier doch vorne Einbahnstraße. Hier rein. Alles wunderbar ausgeschildert hier. Süß der Bereich A mit den Richtungsweisern zu den Zelthügeln, zum Tal oder zum Strandrad- und Wanderweg. Ja, wir sind jetzt hier wieder im Einfahrtsbereich, fahren über einen kleinen Hügel und kommen dann auf den Campingplatz. Ich weiß nicht, ganz, ganz hinten kann man schon erkennen, das ist der erste Ausgang von den dreien zum Ostseestrand. Der Ostseestrand direkt von dem Campingplatz unterteilt sich in normale Badestrände mit Textil. Und der mittlere Ausgang, da gibt es sogar einen Hundestrand. Hier nochmal ein Blick auf den Campingplatz, der aus unserer Sicht wunderbar angelegt ist. Und jetzt kommt das Beste. Am Horizont erscheint meine Frau und die hat Fischbrötchen geholt. Die Fischbrötchen kann man hier unten an einem Stand kaufen. Der zeigt doch mal die Fischbrötchen, Jetzt bitte. kriegen alle Hunger. Jetzt Oh. kriegen alle Hunger. So, Stremelachs. Ja, da hinten ist ein Fischbrötchenstand, der hier auf dem Campingplatz vorhanden ist. Das ist toll. Ja, hier ist der Eingang zum Sanitärgebäude Nummer 2.
sehr sauber, sehr ordentlich. Haben wir auf der linken Seite die Barfußbereiche, sprich die Duschen für die Damen, hinten die WCs für die Damen. Auf der anderen Seite das gleiche für die Herren. Beide Sanitärgebäude sind in einem tollen Zustand. Hier sind die Duschen für die Herren, auch sauber, schön abgeteilt, die Duschkabinen mit einem kleinen Vorraum und dahinter dann die Duschen. Hier haben wir ein sogenanntes Service Center. Hier sind Waschmaschinen, Ladestationen, eine Hundewaschstation, Waschmaschinen. Was man so braucht, ist hier in diesem Gebäude alles vorhanden. Wir gucken mal rein. Und wir sehen auch hier alles ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Wir haben hier die Hundedusche, die gerade verschlossen ist. Wahrscheinlich muss man sich den Schlüssel irgendwo abholen. Wertmarken. Den Bereich der Waschmaschinen. Noch mit Gelegenheiten zum Abwaschen und zum Spülen. Und hier haben wir noch weitere Möglichkeiten, wie wir hier sehen, mit gucken wir mal, 4 Kochfeldern. Man kann sich also hier auch etwas kochen, wer mit dem Zelt anreist oder keine Kochmöglichkeiten hat. Hier gibt es dann die Bezahlung. Mit Wertmarken werden diese Kochgelegenheiten betrieben. Ja, Kühlschränke und hier wieder einige Waschbecken oder Becken für den Abwasch. Alles ordentlich und sauber. Weitere Möglichkeiten außerhalb des Sanitärgebäudes 2, um Geschirr zu spülen. Hier befindet sich das Sanitärgebäude Nummer 1. 2 gibt es auf dem Platz. Mit Babywickelraum, mit WCs, Duschen und Behindertentoilette. Gehen wir dann weiter, sehen wir auch die erste von beiden Entsorgungsstationen für Wohnmobile, die hier direkt hinter dem zweiten Waschhaus befindlich ist. Ja, ihr seht, hier ist die Entsorgungsstation, ein Camping-Butler ist vorhanden und auch eine Müllentsorgungsmöglichkeit. Sowohl auf dem Campingplatz als auch vor dem Campingplatz befindet sich eine Entsorgungsstation, die gut anzufahren ist, und sowohl auf als auch davor eine Müllentsorgung. Wir sind in Lodin, ne? Ja. Lodin. Guck mal, kleiner süßer Hafen. Wir haben uns jetzt 2 schöne Gespritzte bestellt. Und hier ist das Achterwasser. Also das Wasser, was zwischen dem Festland und Usedom liegt sozusagen. Die andere Seite ist dann das offene Meer. Und jetzt haben wir uns 2 schöne Gespritzte bestellt. Und guck mal, hier ist heute Party. In Lodinien, so einer schönen, ich nenne es mal Strandbar.
Hier ist der Bahnhof von Peenemünde. Das heißt, wer Usedom erkunden will, ohne Fahrrad, zu Fuß und auf eigene Faust, der kann die Bäderbahn nehmen und im Grunde ganz Usedom bis nach Swinemünde von Peenemünde an abfahren. Wir sind jetzt in Peenemünde, wo auch das alte sowjetische U-Boot liegt, das U-461 als Museumsschiff, welches auch zu besichtigen ist. Ja, und Peenemünde liegt ganz im Nordwesten von Usedom. Hier ein Blick auf das Marinemuseum von Peenemünde. Und gegenüber direkt wieder ein Museumsschiff, welches zu besichtigen ist, wenn man denn möchte. Das war wieder das Phänomenta, Abenteuer Minigolf und hier noch ein Spielzeugmuseum. Tja, wirklich, Peenemünde, viel los hier. Grüße von der Ostsee aus Kosovo auf Usedom. Zum Wohl. Guck mal, ich hab den Aperol. Ich hab ein Wasser. Das ist ein Gin Tonic. Prost. Auf Prost. Zum Wohl, ihr Lieben.